Glücksmomente im Alltag nimmst du dir auch wahr? Wir legen den Fokus auf die kleinen Wunder, die uns erfüllen und glücklich machen. Magic Moments, Geschichten von dir und mir. Voller Vertrauen, erfrischend ehrlich. Was sind deine Magic Moments, die du gerade präsent hast, Manuela, für unseren Podcast? Also ich habe eine Sequenz mitgenommen von meinem Leben, die vor vielen Jahren passiert ist und mich jetzt noch immer wieder, wenn ich daran denke, berührt. Und zwar habe ich dürfen, nachdem ein Pferd auf die Welt gekommen ist, also ein paar Stunden vorher, habe ich dürfen vorbeigehen und in den Stall hineinstehen. Und wow. Das war so etwas Schönes. Ja. Und zwar, was mir wirklich geblieben ist, ist, dass der Raum, also der Stall, es war ein grosser Stall, der ist für mich voll erleuchtet gsi. Also wie, es hat ausgesehen, wie wenn die Sonne oder überall Skiwerfer sind und die dort reinscheinen. Das habe ich so in dieser Art noch nie gesehen. Und was ganz herzig war, ist, das Fohlen ist so unten durch, bei Mami unten durchgelaufen. Und zwischen den Beinen, und das machen sie nur am Anfang, also so viel ich weiss, ich bin ja nicht so gut. Aber das hat mich so berührt, also das Licht. Ja, das kann ich mir extrem gut vorstellen. Also überhaupt, die Geburt ist ja immer etwas ganz Besonderes, oder? Und Rösser finde ich schon auch sehr, ja, das ist wirklich ein kraftvolles Tier und hat etwas Besonderes, so Eleganz, Leichtigkeit, aber auch totale Power. Oder was hat für dich sonst das Pferd so für eine Bedeutung? Für mich hat das Pferd so die Feinfühligkeit. Also alle Antennen sind offen und das hat es auch gezeigt dort mit dem Licht. Also erklären kann ich das nicht wirklich, aber die Feinfühligkeit, es spürt alles, ist aber auch immer wieder auf der Flucht. Und ich weiss noch, was dann, ich weiss nicht mehr wie viele Tage später, ist sie mal draussen gewesen. Also es war schon etwas grösser, schon viel grösser auf jeden Fall. Ist es auf mich zugerannt und ich habe nicht gewusst, dass ich hätte wegstehen sollen. Ich bin einfach stehen geblieben und es ist mit einem Karacho auf mich los und hat dann vor mir einen Bogen gemacht. Da ich aber keine Ahnung hatte, dass das nicht richtig ist, habe ich in dem Sinn Glück gehabt, dass das Pferd gefunden hat. Okay, ich mache jetzt einen Bogen um dich herum. Oh Gott, ja, tatsächlich. Ja, also, ja, es ist wirklich eben Gewalt, also unglaubliche Kraft, oder? Wenn so Pferde kommen. Also ich denke jedes Mal, wenn ich beim Reiten zuschaue, wie bei einer Tochter, oder was das für eine Pferdestärke, oder, ist. Ja. Ja. Und was ich auch noch finde, so bei den Pferden, sie spiegeln einem hundertprozentig das Innere. Also du siehst es. Es zeigt, wer du bist, auch wenn es nicht wahrhaben willst, es zeigt es dir. Es wird ja auch häufig eingesetzt, gerade in Führungsseminaren. Ja. Gibt es ja, ja einige, die das, das anbieten. Ich durfte dort auch mal teilen an so einer Führung, beziehungsweise es war eine Teamentwicklung, wo ich auch einen Part haben durfte. Dann sind wir noch zusätzlich zu diesen Pferden gegangen. Ja, das war ganz spannend gewesen. Ja, das ist etwas sehr Spannendes und dort kommt auch so dazu, ich habe das auch gemacht, also ich habe eine Freundin, falls das jemand interessiert, meldet euch bei mir, ich würde euch gerne weiterempfehlen. Das Pferd ist mir hinten reingelaufen, ich bin sehr bei mir gewesen, in meinem Thema, in diesem Coaching, und das ist ganz nah, liebevoll bei mir gewesen. Und dann habe ich gedacht, oh wow, das Pferd läuft mir ja nach. Und was hat es gemacht? Rechts umgekehrt und sie ist weggegangen. Und das ist auch schon viele Jahre seither, wo das passiert ist und das ist mir so geblieben. Das ist so eine gute, also wirklich ein Magic Moment gewesen für mich. Ganz klare Lernerfahrung. Kannst du es in Wort fassen, was ist quasi die Essenz daraus?
dass wenn ich bei mir bleibe, dass alles kommt, was ich brauche. Ja. Und wenn ich ins Aussen gehe, dann geht es weg. Dann verpufft es. Ja. Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für die zwei Magic Moments, Manuela. Danke.